Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Erklärungen des Europäischen Rates und der Kommission. Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 25. und 26. Juni und das Gipfeltreffen der Eurogruppe vom gestrigen Tage sowie die aktuelle Lage in Griechenland. Ich erteile zunächst das Wort dem Präsidenten des Europäischen Rates, Herrn Tusk. Präsident Schulz, Präsident Juncker, Prime Minister Battle.